Morgen zusammen. Viertel nach acht irgendwie so. Gerade ein Hammer Frühstück gehabt. Wir verlassen gerade Caldas de Reis Richtung Padron. Sollen angeblich 19 Kilometer sein. Wir werden es rausfinden. Bis gleich. Gestern großes Durcheinander. Grande Casino mit meinen Videos. Erstmal waren all meine Dateien in kompletter chronologischer Unordnung. Keine Ahnung, was da passiert ist. Hat mich eine Stunde gekostet, rauszufinden, welcher Clip da jetzt zuerst kommt. Ja, und dann, Caldas de Reis, ist ein Funkloch. Ne? Bereitet euch darauf vor. Ich hatte zwar Wi-Fi, aber ohne Internet. Ja, und mobile Verbindung hat immer geschwankt zwischen Edge und 3G. Hat geschlagene 13 Stunden gedauert, die Clips hochzuladen. Normalerweise ist das in 15 bis 20 Minuten gemacht. Ja, ist wie es ist. Deswegen die Videos von gestern ein bisschen später. Jetzt haben wir wieder einen dieser verrückten Camino-Tage. Ne? Ihr wisst, vor zwei Tagen in Oporino hatten wir diesen tollen Abend mit Muriel, Geraldine, Annabelle, Frank, Hugo. Und wir wollten uns eigentlich in Pontevedra wieder treffen. Aber wir waren alle in unterschiedlichen Herbergen. Wir sind alle durch die Stadt gelaufen. Keiner hat irgendjemanden getroffen. Und ja, wir hatten natürlich keine Kontakte getauscht, wie immer. Und gestern laufe ich so durch Caldas de Reis. Komme an der Bar vorbei. Denke mir auch, komm, was soll das? Umgedreht, hingesetzt, Bier bestellt. 5 Minuten später kommen Geraldine und Muriel vorbei. Haben auch noch ein Glas Wein mit mir getrunken. So. Wir haben uns zu dritt aufgemacht Richtung Restaurant. 2 Straßen weiter läuft uns Annabelle über den Weg. 2 Minuten später Frank. Ja, und vor dem Restaurant haben wir dann Hugo getroffen. Und wir hatten einen irre wunderschönen Abend gehabt. Super gut. Das sind so diese Momente. Das ist der Camino. Ja. Und diesmal haben wir sogar Kontakte ausgetauscht. So, wie ihr wisst, habe ich ja vorgestern meine Schuhe unter Wasser gesetzt. Und deswegen bin ich ja gestern mit Barfußschuhen gelaufen. Die waren trocken. Und lief soweit ganz gut. Nach 20 Kilometern oder so haben die Füße wehgetan. Normal. Aber so wie das aussieht und es sich anfühlt, habe ich mir jetzt auf dem Fußrücken eine schicke Sehnenentzündung eingefangen. Eine Tendinitis. Ne? Aber ja, wie auf meinem ersten Camino beim Notarzt meinte, Tendinitis, Pilgerkrankheit, kriegt ihr ja irgendwann. Tut weh, ist aber nicht wirklich gefährlich. Ja, deswegen habe ich jetzt meine Wohlfühlschuhe angezogen, um ein bisschen den Druck vom Vorderfuß wegzunehmen. Schauen wir mal. Noch 20 Kilometer.
10 Uhr. Zeit für eine Belohnung. Übrigens, falls dieses Video ein bisschen kürzer wird, ich habe heute Morgen Annabelle getroffen, wir laufen zusammen und ja, ich habe momentan nicht so viel, worüber ich mich beschweren könnte. So ihr Lieben, bin im Padron angekommen, nur ein paar Minuten zu meiner Herberge. Ja, Entschuldigung dafür, dass es heute nicht so viel Content gibt, aber ich bin den ganzen Tag zusammen mit Annabelle gelaufen und das war, ja, war einfach nur schön und ich wollte den Moment auch nicht mit Videofilmen verderben, na, ihr versteht das. So, morgen nach Santiago versuche ich wieder ein bisschen mehr zu machen. Grandioses Wetter, um die 30 Grad. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt dran, buen camino.